Hallo, liebes Clan-Kollegen, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Thief. Im letzten Part ging es actionreich her. Ich habe im Escape-Menü gestartet, weil es mir wichtig war. Wir waren actionreich unterwegs, haben den Tresor gefunden und wurden vom Diebesfänger-General entdeckt, der uns diese Falle gestellt hat. Oh nein. So, wir müssen jetzt vorsichtig sein und aufpassen, wo wir hintreten. Wir können nämlich jederzeit überall entdeckt werden. Und ich gehe auf Nummer sicher. Dass wir das nicht werden. Es könnte noch jemand hier sein. Nicht nur könnte, Freunde. Nicht nur könnte. Wir müssen aufpassen, wo wir lang schleichen. Ja, ich hab's gehört. Wir könnten versuchen, sie alle auszuschalten. Bei den beiden wird's schwer. Ja, theoretisch könnten wir es versuchen. Unser Ziel ist der Tresor. Nicht herkommen. Nicht. Ein Glück. Wo ist der hin? Da. So, wir haben Nahrung. Wie viel haben wir? Dreimal. Also wir könnten versuchen, alle zu töten. Wird jetzt schon fast behaupten, Feuer frei, ne? Rechne mit allem. Aber bei den beiden hier ist es immer echt sau schwer. Die laufen eigentlich relativ nah beieinander. Maximal, wenn der eine gerade umdreht. So, und denke auch dran, Björn. H für Heilung. Ja, alle, die es noch nicht wussten, ich heiße Björn, ne? Nur mal so nebenbei. So. H für Heilung. Den da oben könnten wir ausschalten, den da hinten können wir ausschalten. Ganz easy beide. So, hier müssen wir schauen. Also die beiden können wir super, super einfach ausschalten. Das ist nicht schwer. Da ist ein Schalter. Sehr schön. Ich habe vergessen, dass... ...dass das K.O. schlagen war. Sehen die den hier? Nein, tun sie nicht. Dann sorgen wir mal dafür, dass es so bleibt. Dann sorgen wir mal dafür, dass das so bleibt. Wir haben jetzt einen Schlag kassiert. Und einen Toten gewonnen. Ab in die Ecke mit dir. Hier haben wir noch was Schönes. Ach. Das nehme ich mit. Eine Windung des Todes? Mensch, die habe ich noch gar nicht gefunden. Dieser Armreif gehört Lady Daryl, deren Gatte an einer langwierigen Erkrankung des Verdauungsapparats starb. Von denen gibt es eine ganze Menge und das sind alles verschiedene Todesursachen. Wir haben in den ersten zwei Leveln schon locker drei übersehen. Ich hatte mal viele davon. Da weiß ich das noch. Ach, das macht nur die Lichter... Oh. Das macht die Lichter aus. Das hätte ich früher wissen müssen. Wie viel Sägezahn haben wir? Crap, nur zwei. Explosion haben wir auch noch. Damit können wir auch noch mal mindestens einen töten. Na, wann kommst du? Kommt er jetzt doch nicht mehr? Okay, nee, die haben sich nur gewundert, warum das Licht aus ist. Sehr schön.
Ja, die sind gerade rot, weil sie in Alarmbereitschaft sind. Wir könnten noch nicht treffen. Noch nicht sicher. Jetzt langsam können wir sie sicher treffen. Wer kam denn jetzt bitte zur Hölle von wo? Haben wir jetzt ihr Muster geändert, wie sie langlaufen? Ja, oder? Wir haben ihr Laufmuster geändert. Ist ja krass, wir haben ihre Laufmuster geändert. Und bitte verzeiht mir gerade den Fauxpas, ich habe vergessen, dass Q ausschalten war. Für Knockout. Mit Q. Ich würde gerne einen von euch abschießen. Oder beide am besten. Aber er hat immer so ungünstige Positionen, wo die Pfeile abprallen könnten. Ist jetzt nicht euer Ernst. Der ging straight an seinem Hals vorbei. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja. Ja. Scheiße. Jemand hat mich angegriffen. Er hat wenig HP, ne? Du steckst hier irgendwo lang. Sicher, sicher. Ich krieg dich. Okay, mit F sehen wir auch nicht seine HP. Ganz easy. Wo ist der Hauptmann eigentlich gestorben? Ach, da unten. Soll ich dir das wirklich verraten? Wenn ich mich verstecke. Großartig! Du hast gerade deine Position verraten. Richtig, einem Toten. Leider können wir ja nicht die Pfeile wiederverwerten. Was ich immer noch sehr schade finde. So, den Hauptmann auch nochmal. Wir müssen. Wir müssen. Ich meine, ich weiß ja nicht, warum die das jetzt zweimal sagen müssen. Es war ja schon feststehend. Der schleicht sich jetzt hervor. Du bist der Nächste. Ja, das hast du richtig erkannt. Und noch den Letzten. Achso, wartet. Wir müssen ihn noch aufheben. Könnt ihr noch Geld dabei haben? Nee, hat er nicht. Mit dem Aufheben kriegt man immer gesamtes Geldvorhaben. Die gesamte Geldmenge, die er besitzt. Wenn er es noch einmal versucht, bin ich bereit. Hui! Hui! Bra, ich glaube nicht, dass du bereit dafür bist. So. Ich habe sogar schon den Titel für diese Folge. Und nur um sicher zu gehen, Explosivpfeile töten auf, wenn wir direkt treffen. So, ist der Code noch drinne? Ja. Das war die 0 1 Nein, andere Richtung. 8. So. Was ist da drin? Das ist der Stein. Der Katalysatorstein. Wo sind wir? Das Mohn. Aber was?
Aber wo? Hä, da ganz hinten ist ein Licht. Ich stell mal kurz leiser für den Fall, dass ein Jumpscare kommt. Wenn ihr Blagen nicht macht, was ich sage, bekommt ihr die Peitsche zu spüren. Wo sind wir? Hier herrscht Leid, Schreie, nur Krankheit und Tod. Ich halte das nicht mehr aus. Es schmerzt, Barrett. Aaron, bist du das? Doch wo sind wir? Klingt das Flüstern. Komm mit, Garrett. Und ich zeige dir ein Geheimnis. Aber wo bist du, Aaron? Wo sind wir? Was ist das hier alles? Du bist stark, wenn man alleine aufwächst. Es gibt keinen, der dir hilft. Überall Betten und diese Ranken und... Und niemanden, der dich stoppt. Und Mohn. Hast du mich deshalb gehen lassen, Garrett? Weil du außer mir keine Familie hattest? Wir waren nie auf Augenhöhe. Große Brüder sind immer klüger. Ich wollte helfen, doch du hast nicht zugehört. Weißt du, dasselbe habe ich auch über dich gedacht. Okay. Ich werde sie aufhalten. Ich möchte schlafen wie du. Northcrest, er ist hier. Der Baron? Du willst wissen, was passiert ist? Wo du warst? Komm zu der Heilanstalt. Moira birgt Wahrheiten, die viele gern vergessen. Die Heilanstalt. Jumpscare! Mich? Ich hab gedacht, weil die Tür ist zu. Willst du mich retten? Dann brauchst du den Schlüssel. Der Stein. Okay. Anscheinend sind wir doch runtergestürzt. Aber wenigstens lebe ich noch. Ich muss zurück zum Glockenturm und den Kopf frei bekommen. War wohl eine weise Entscheidung, im Safe zu sein. Denn im Tresor ist man safe. Weil safe. So 300 Jäger. So 10 von also 7 von 10 Kills und wir haben total wenig geklaut. Ach du Kacke. Oh Gott, gibt das viele. Wir spielen das alles später mal vielleicht nochmal. Können wir unsere Ränge verbessern. Aber nicht jetzt. So. Die Schaukästen sind jetzt aktualisiert. 6 Nächte später. Wir haben einen Fokuspunkt erhalten. So, Effizienz haben wir voll. Wir wollten bildlich vorstellen. Genau, das wollte ich wissen. Wie ist das? So, zweiter Fokuspunkt voll. Trifft besser im Sirenennest im Südviertel. So. Wir haben einen, hier haben wir fünf. Hier haben wir auch 5 drin, ich werde die erstmal behalten. Für eine nächste Mission. Okay, dann kaufen wir uns vorher noch Pfeile. So, jetzt sind wir ja wieder hier. Ja, die Schaukästen sind halt aktualisiert. Hier kann ich ja nochmal kurz zeigen. Hier sind jetzt unsere ganzen Schildchen, unsere Denkmalschildchen, die wir geklaut haben. Hier sind die Armreifen alle drin. Die Bilder, die wir gestohlen haben, wo ich jetzt schnell wieder weggucken muss, weil es mir gerade aufgefallen ist. Dann hier noch die Broschen, die Halsketten ähnlichen Geschichten und die Ringe und hier natürlich noch die ganzen Unikate, die ganzen restlichen. Also gehen wir erstmal Pfeile kaufen. Wir haben ja etwas zu tun. Shoppen. Oh, guck mal, neues Bild. Ah
ein neues Bild mit, ich glaube, jetzt kommt eine Cutscene oder so. Und jetzt hat sich auch die Stadt verändert. Die Wachen laufen jetzt anders. So viel sei schon mal verraten. Wieder mit den Hunden des Barons. Die Revolution hat begonnen. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen. Dann macht's mal gut, Schwarzkittel. Die Götzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich eingeschlossen. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Das meinte ich mit, die Wachen laufen anders. Richtig, jetzt sind die Götzen an der Macht. Sie haben sich endlich aufgebäumt. Und natürlich, die Götzen sind nicht die Wachen. Sie laufen natürlich ganz anders. Zum Beispiel steht jetzt auf dem Platz steht einer und die beiden anderen laufen immer noch rum. Aber der auf dem Platz steht, steht vor der Tür. Vor dieser einen großen, vor dem Glockenturm. Nicht so schön, könnt ihr euch vorstellen. Also wenn wir da jetzt vorbei müssen, haben wir echt größere Probleme. Könnten die natürlich einfach töten, aber es ist ein Götze, die muss man nicht töten. Werft die Ketten ab! Bewaffnet euch mit Glauben und streckt die Unterdrücker nieder! Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Hoffe ich doch. So, wir brauchen... Davon welche? Kaufen wir auf. Die sind teuer, aber sie lohnen sich. Ja, die sind zu teuer. Wasserpfeile brauchen wir nicht. Seilpfeile haben wir auch noch. Ja, hier können wir zwei mitnehmen. Mohn, Nahrung, alles noch vorhanden. So, hier Schnösserknackqualität könnten wir erhöhen. Möchte ich aber jetzt zu der Stelle nicht. Eine warme Weste. Erhöht die Maximalgesundheit. Ofengut, Stärkungsmittel. Erhöht die maximale Gesundheit und Fokus für 9800. Schwarzflügelfedern. Erhöht den Schaden aller Breitkopf- und Sägezahnpfeile. Eieiei. Gerinnsalz erhöht die Nahrungszunahme. Troys Ranzen erhöht die Tragekapazität für Mond und Nahrung um 2. Aschensalbeöl und Seitenwindmedaillon. Gibt's einiges, was wir uns holen müssten. Und vieles, was wir uns nicht holen könnten. Aber das hole ich mir mal, das Seitenwindmedaillon. Weil es sind nur 140. Dann sparen wir uns die restlichen mal auf. Für eventuelle... Kommt bald wieder. Ja. Wir müssen ja schon mal anfangen mit auf... Also aufsammeln. So, Bess ist nicht hier. Verfolgt jeden Schwarzkittel. Stöbert sie auf. Der macht jetzt Hassreden für die Götzen. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht wieder für Lex sorgt. Letztes Mal ging's gut. Ob es dieses Mal so gut geht, oh, da bin ich mir nicht so sicher, Leute. Da bin ich mir nicht so sicher. So, ich kann mal nebenbei auf meinem Notizzettel wieder die Sachen wegstreichen. Die Kombination für den Tresor brauchen wir ja auch nicht mehr. So, wir müssen nun... Wohin? Und zwar zum Sirenennest, wo wir bereits schon... Nein, nicht runter, Garrett, danke. Wir können hier hoch, danke. Wo wir bereits schon den Händler, diesen Jahrmarktkerl, einen netten Dienst erwiesen haben. So. Ich mach mal die Minimap wieder an. Wir gucken mal auch kurz nach, wie wir da am besten hinkommen. So, am besten ist hier lang. Also dort vorn. Müssen wir allerdings... Oh, da glänzt etwas Schönes. Aufpassen wegen den Götzen. Die laufen ja jetzt hier amok. Ach, Goldmünze. Zwar nur eine, aber ist eine Goldmünze. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Da ist jemand. Wir müssen leider... Nein, du siehst nichts. Diese verdammte Stadt.
Sehr gut, ihr seht nichts, gute Leute. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt langkommen. Letztes Mal konnten wir oben rum. Wartet, wir können das wieder versuchen. Von diesen neuen Lampen kriege ich Kopfweh. Ich weiß schon, er hat uns fast gesehen. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. So, hier können wir rüber. So, letztes Mal sind wir hier zwar oben lang gegangen, aber nicht hier drüber, glaube ich, weil wir hier nicht hoch können. Doch, können wir. Oh, sehr gut. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann die beiden Leute wiederkommen. Ich benutze mal als Ersatzweg jetzt erstmal den hier drüben und hoffe, dass die Götzen hier nicht lang laufen. Und wenn doch, dann nicht in so großer Stückzahl. Lauf, Garrett, lauf, Garrett, lauf, Garrett. Wieso sehen wir eigentlich nicht, wo er langläuft? Also diese Scheithapsen. Das wäre ein richtig einfaches Ziel. Er sucht jetzt aber. Heute Nacht wird sich die Wache an ihrem eigenen Recht verschlucken, Bruder. Und der Eisentyrann an seinem Fortschritt. Langsam atmen. Atmen. So, das hat schon mal relativ gut geklappt. Da oben ist etwas. Kommen wir da hin? Gar nicht. Von hier aus. Gut, ich habe nicht damit gerechnet, dass er das so nah dran ist. Was machst du hier draußen? Ich warte auf einen Sturm, der alles wegwäscht. Das ist eine gute Erklärung, würde ich mal sagen. So fast. So, der Part ist eigentlich schon zu Ende, aber ich möchte jetzt hier noch kurz durchgehen, dass wir dann im nächsten Part zum Sirenennest kommen. So, durch sind wir. So, so, so. Garrett, schleich dich durch. Hey, gibt's ja noch Wachen? Was machen wir jetzt? Wir sind geliefert, wenn die uns hier erwischen. Wir kriegen von denen nicht mal einen Karren. Er ließ sich nicht mehr halten und jetzt reiß dich zusammen. So, die Stelle kennen wir bereits. Diesmal werden wir sie nicht töten. Die Kiste davon ist auch schon geöffnet, schade. Gut. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich über Kritik, Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, euer Raccoon Star Play.